Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Minecraft Technik FMP Project RET. Ich befinde mich hier gerade in einer anderen Dimension. Ich hatte von dieser Dimension schon mal erzählt. Ich bin hier zum Einkaufen. Butze hat sie erschaffen und sie ist perfekt für das Einkaufen von Towncrafts. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Auren heißen die, glaube ich, ne? Elementen, keine Ahnung. Und ich bin hier gerade umringt von ziemlich vielen Mobs. Und bei der Gelegenheit habe ich mir dann gedacht, komm, jetzt fängst du an aufzunehmen. Und obwohl du nicht wolltest, dass du eine Towncraft-Folge machst, machst du jetzt dann doch eine. Weil die ganzen Mobs hier sind wie geschaffen, um etwas anderes zu zeigen, was ich gerade in den Kommentaren erwähnt hatte. Und zwar meine Powerfaust, die jetzt nichts mit Towncraft zu tun hat, sondern von Darkcraft kommt. Guckt euch das an. Oh, das sind die bösen Lümmels. Das sind die, die wachsen. Das ist allerdings schlecht. Na gut, ich stehe ja relativ sicher hier. Zack, mit der blanken Faust. Schaut euch das an. Jetzt stecken die allerdings übelst ein hier, die Jungs. Das ist echt Hammer. Also ein normaler Mob, zwei Schläge und er ist platt. Hier die, ihr seht, die wachsen. Das sind so ein paar Lümmels aus Towncraft. Oh, noch einer, da kommt noch einer. Das ist aber, glaube ich, ein normaler. Da stehen noch mehr. Komm. Ja, komm noch her. Komm in Reichweite. Allein die Schlaggeräusche sind episch. So. Noch einer? Da sind noch zwei. Ja, die wachsen garantiert auch. Ich will da ran. Da ist mein Ziel. Und da hinten auch. Warum ist auch gerade Nacht, verdammt? So, Nachteil an dieser Powerfaust. Wenn man was in der Hand hat, funktioniert sie nicht. Man muss eine nackte Hand haben. Ist also ganz blöd, wenn man so einen Drop aufhebt. Ja, da habe ich schon wieder. Damit. Alter, das ist zu viel. Zack. So. Wo ist die Spinne? Komm her, Spinnchen. Put. Ja, dann halt nicht. Ah, da sind wieder zwei andere Kollegen. Zack. Und was die wehtun, mein lieber Mann. Wobei mir einfällt, ist noch keinem von euch aufgefallen, ne? Jetzt gerade im Moment ist nur noch ein Herz zu sehen in einer anderen Farbe. Ich habe fünf in einer anderen Farbe. Und man kann alle zehn in eine andere Farbe bringen. Wundert mich, dass da noch keiner zu gefragt hat, warum sind denn die Herzen da in einer anderen Farbe? Noch keinem aufgefallen, was? Und zwar habe ich mehr Leben. Ich habe nicht nur zehn Herzen, sondern ich habe 15 Herzen. Ja, jetzt fühlt sich's gerade wieder auf. Na komm her. Wächst du nicht? Doch, das ist einer, der wächst. Ja, komm. Zack. Und du auch. So. Oh, ich bin ziemlich hungrig. Oh, ich wollte auf den sicheren Baum. Komm. So. Erstmal was essen. Weil wenn ich verlangsamt bin, das ist keine gute Idee. Aber diese fünf zusätzlichen Herzen... Das ist, ich glaube, das kommt auch von Darkcraft, das weiß ich aber gar nicht genau. Und zwar, hier, ich habe 5 Hartkanister. Die erhöhen halt mit jedem Kanister mein Leben um ein Herz. Ich glaube, die Lebensregeneration ist auch etwas schneller, bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Vor allem im Moment kommt mir das irgendwie eher langsamer vor. Endlich wird's hell. So, dann kann ich jetzt mal da runter. Wie gesagt, ich bin hier in einer Dimension, die von Butzer erschaffen wurde, mit Mythscraft. Und die ist... Ach, guck mal, ein Portalgun. Das ist das, wo ich schon gesagt hatte, wo ich die ganzen Portalguns her habe. Also hier das Ausräumen der Kisten, das ist schon fast langweilig geworden, weil hier kriegt man wirklich alles. So, um den da geht's. Deswegen bin ich hier. Kling.
haben wir mal wieder ein paar Research Points. War doch noch einer da hinten. Zack. Die sind hier wirklich alle paar Meter. Hüpfen mal ein bisschen weiter. Da ist schon der nächste. Schaut euch das an. Die Welt ist echt genial. Das grenzt wirklich schon an Cheaten in Richtung Tomcraft. Das erleichtert einiges. Zack. Gucken wir hier auch noch rein. Ah, brauchen wir. Also ich brauche es mittlerweile eigentlich wirklich nicht mehr in den Kram. Ich denke mal Butzer auch nicht, weil der sich schon hier ziemlich ausführlich hier in dieser Welt umgesehen hat, um Soundcraft weiterzukommen. Ding. Und weiter geht's. Werden wir aber jetzt nur noch kurz machen, weil ich will euch ja eigentlich ja, nicht die ganze Folge hier mit Research langweilen, sondern ein bisschen was zeigen. Na, kommt hier ausnahmsweise mal nichts. Eigentlich alle paar Meter so ein Ding. Ich habe auch in der Nähe meiner Basis zwei Stück entdeckt. Na, ganz um die Ecke. Da habe ich schon die Nodes entfernt. Weil mir war aufgefallen in der Basis, ich habe seit dem letzten Update, wir haben ein Mod-Pack-Update, habe ich so kuriose Geräusche in meiner Basis und hatte dann schon die Befürchtung, dass es Nodes sind, beziehungsweise Flux oder wie die Dinger heißen aus Stormcraft. Ja, war auch wirklich so, fliegen welche um meine Basis rum, das wird wiederum am Zaubern liegen. Was ich ziemlich ausführlich gemacht habe. Okay, jetzt kommt hier mal eine ganze Weile nichts mehr. Das ist echt erstaunlich. Ach, das ist eine Bibliothek. Schau mal an. Sowas gibt es auch hier. Da drin zu finden. Mistcraft-Seiten. Manchmal auch eine Kiste. Gucken wir mal da rein. Nein, da nicht. Da. Ah. Gucken wir mal in die Kiste rein. Ja. Ich weiß noch nicht, was ich mit den Seiten machen soll, ob ich überhaupt mit Mistcraft anfange. Aber ich pack's mir erstmal ein. Ich habe ja schon ein paar davon. Ist das ja nicht. Doch, die wollte ich nicht da rein tun, aber egal. Bücher schnappen wir uns auch. Zack. Das noch mit. Na. Und das noch mit. Über diese Seiten kann man halt diese anderen Dimensionen. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich vermute mal, Butze wird es noch erklären, weil er es ja gemacht hat. Kann man halt andere Dimensionen erschaffen. Was ist das da? Eine Quelle? Die habe ich ja hier in dieser Dimension noch nie gesehen. Tatsächlich. Hopp. Hey. Ah, und da ist noch so ein Ding mit einem Note. Den lesen wir noch aus und dann gehen wir mal heim. Zeigen wir euch da was anderes. Zack. Mal hier noch reingucken. Ender Lily Seeds. Ja, das wüsste ich gern. Da habe ich jetzt 6 von. Wüsste ich ganz gern, was es mit den Dingern auf sich hat, wie man die einpflanzt. Das mal hier. Ich behaupte mal, das ist jetzt ein neuer Bereich, wo weder Butze noch ich waren bisher. Weil die sind mit dem letzten Update reingekommen, die Ender Lily Seeds. Na? Na? Warum komme ich an dich nicht ran? Ah. Okay. Noch einer in direkter Nähe? Nein, ja, dann machen wir uns heim. Womit ich dann noch was zeigen kann, was ich noch nicht gezeigt habe. Der Rod of Return aus Starcraft.
Schawupp. Und guckt mal, wo ich bin. Egal, wo ich mich befinde, mit dem Zauberstab komme ich nach Hause. Den hier habe ich mir in der Dimension gemacht, wo wir gerade waren. Der führt mich also dahin. Nehmen wir mal wieder hier in die Kiste. Gucken wir mal, ist das das hier? Nee, das ist es nicht. Dann ist es das. Aber da tun wir die ganzen Seiten rein. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich damit anfangen werde irgendwann. Ausschließen tue ich es allerdings nicht. Hier die Seeds drin, jawohl, da habe ich die zwei Seeds drin. Ja, was das hier alles ist, keine Ahnung, alles mit dem neuen Update gekommen. Ich kriege die Geschichten hier über meine altbekannten Packs hier. Ja, Spice Pack Forever. Was ich aus dieser Farm alles raushole, ist echt schon ekelhaft. Gut, aber gehen wir mal in die Soundcraft-Ecke. Ihr seht, hier hat sich ein bisschen was getan. Ich habe einiges erforscht. Und ja, nicht nur hier, ich habe auch noch was anderes vorbereitet. Die Kiste da, ich schmeiße jetzt mal den Inhalt hier rein. Da sind Pipes angeschlossen, die pumpen den Inhalt der Kiste in diesen Ofen. In diesen Soundcraft-Ofen, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, Arcana Furnace oder so. Da oben steht es noch. Teilblock Arcana Furnace. Ich mache das näher ran. Ist schon rausgepumpt? Ja. Ah, da. Da fängt es an, in den Ofen reinzuschießen. Wenn man dieses Zischgeräusch hört, heißt das, die Sachen verbrennen einfach nur. Hier waren Sachen drin, da kann der Ofen nichts mit anfangen. Aber da war das, worauf ich hinaus wollte. Das waren die Werkzeuge in der Kiste. Woraus die Kohle kommt, weiß ich nicht. Aber das Eisen kommt aus den Werkzeugen, die in dem Spoil Stack waren. Ein Eisen und wahrscheinlich ein Iron Nugget. Der Ofen sondiert auf gut Deutsch, beziehungsweise brennt. Da haben wir noch rum. Schmeißen wir den mal rein. Ist hier irgendwo Stahl? Ja, das ist Stahl. Nehmen wir also mal raus, damit wir sehen, was da rumkommt. Na komm, mach. Dauert ein bisschen. Der Weg hoch ist ein bisschen umständlich. Ja. Und zack, der Ofen spuckt das aus und die Kiste, eine Hungry Chest, auch aus Towncraft, frisst es auf. 5 Stahl-Ingots aus dem Helm. Jetzt ist kein Nugget mehr rausgekommen, hätte ich. Der kommt aber, glaube ich, aus Helm auch nicht. Damit ich euch noch was zeigen kann aus Starcraft. Bei hier. Ich tue das Stahl hier rein. Starte mal die. Normal habe ich es immer an. Ich habe es jetzt mal ausgemacht, damit ich es zeigen kann. Starte mal hier, damit das rauspumpt. Das läuft durch die Dartcraft Pipe und wird umgewandelt in diesen Stahl. Einfach nur über die Item Cards. Geht auch mit Bronze, wenn ich mir irgendeinen falschen Bronzewanger da reinschmeiße. Einfach nur über die Item Card. Er wandelt alle Stahlbarren in diesen Stahlbarren. Auf die Art hat man dann nicht 10 Kisten mit 10 verschiedenen Stahlsorten. Wir haben ja nun mal 3 oder 4 verschiedene. Sondern man kann alles auf 1 wandeln. Und zack. Zack. Warte, ich glaube, da ist noch einer. So. Den ganzen anderen Kram auch nochmal weg. Der hinter mir hört das fleißig. Kling, kling. Das ist Tim, ne? Ja. Hier habe ich auch schon was vorbereitet, dass das wegkommt. Aber da kommen wir nicht in dieser Folge zu. Vor allem bin ich mir da noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich es weitermachen werde. Und kenne mich da auch kaum mit aus. Nämlich Applied Energistics. Fangen wir auf gut Deutsch auch mit an. Da bin ich momentan kräftig am
Erze sondieren. Wird also alles wieder geändert, auch wenn es jetzt ein bisschen kurios aussieht hier. Oh, sollte man hier rausgucken. So. Hört er gerade das Geräusch? Als würde ein UFO hier rumfliegen. Keine Ahnung, was das ist. Meistens hier im Bereich. Oder ist das vielleicht von der Ender Chest oder so? Keine Ahnung. Das ist mir echt ein Rätsel. So. Braten wir mal das Eisen hier noch. Das noch weg. Und das noch weg. So, dann kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema. Ich hatte ja schon gesagt, man kann Nodes mit diesem Taumometer aussaugen. Habt ihr ja auch gerade gesehen. Damit bekommt man diese, ich weiß gar nicht, wie sie sich nennen, Aspekte, keine Ahnung, die man halt für Research braucht. Ich habe hier schon einen vorbereitet, was schon fertig ist. Ich kann euch mal noch ein anderes zeigen. Wenn ihr jetzt einen Aspekt wählen würde und knallt den da rein, dann entsteht sowas. Die muss ich alle noch zusammenstellen. So. So sieht das aus, wenn noch nichts dran gemacht ist. Jetzt müsste man rauskriegen, welche Aspekte hier drin versteckt sind. Einfach durch ausprobieren. Ja, nehmen wir mal einen, den wir noch viel von haben. So. Zack. Leider nicht auf der Karte. Hallo. Da haben wir sehr schön, haben wir direkt einen Fisch erwischt. Ist zwar nicht drin enthalten, aber ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt. Der Fisch ist erschienen und hier sind Notes verschwunden, ungültige Runen verschwunden. Sehen, ob es nochmal geht. Ja, ging nochmal. Somit kann man ein bisschen mehr Klarheit hier drauf bringen. Machen wir hiermit jetzt aber nicht weiter. Ziel ist, die Punkte hier miteinander zu verbinden. Startpunkt ist immer der, der am Anfang, warte, zeig mal nochmal. So, der ist der Startpunkt. Von da aus geht's los. Und alle Punkte müssen miteinander verbunden werden, indem man die, die gefundenen Runen, die gültigen Runen dazwischen packt. Wie es hier der Fall ist. Das Rezitatio drin. Keine Ahnung. Perditio. Oh. Und was war noch drin? Da. Ja, Exanimus. Ich klick's jetzt mal nochmal an. Nee, ich klick's jetzt nicht. Ich glaube, es geht auch gar nicht mehr. Ach, guck mal, weil es schon gelöst ist. Ja, das ist auf jeden Fall so, ist das Ziel, dass man diese alle miteinander verbindet. Dann bekommt man fertige. Rechtsklick drauf. Research complete. Bone and Core. Brauchen wir jetzt nicht mehr, weil ich schon bessere Core habe, aber ist ja egal. Hier durch das Leuchten bekommt man jetzt in dem Buch angezeigt, wo man was erforscht hat. Hier durch das Leuchten, was man erforscht hat. Draufklicken, Erklärung dafür. Fertig. Oder halt auch das Rezept und so weiter und so weiter. Ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen was. Auf das alles einzugehen ist Wahnsinn. Ja, hatte ich nicht vor und wie gesagt, ich wollte eigentlich gar nichts machen. Das hier ist schon von dem letzten Update. Thaumatic Sinkerer oder wie denn dieses Mod heißt, was Taumkraft erweitert. Habe ich also auch noch nie erforscht. Golems, schon ein bisschen was erforscht. Bin aber noch nicht fertig. Verzauberungen habe ich noch gar nichts. Oh doch, habe ich schon. Brain in the Jar hätte ich ganz gerne. Würde ich nämlich gerne hier neben den Ofen schmeißen. Weil der gibt nämlich auch XP. Die er ausspuckt. Das Brain in the Jar daneben würde die dann aufsammeln und ja, dann gehen sie nicht verloren. Hier hängen ein paar Kristalle an der Wand. Die kann man basteln aus. Ich hole einfach mal eins runter.
zack, ging also auch kaputt. Die Butze hat es im Video übrigens schon gezeigt bei sich. Wer das alles was genauer haben will, mal bei Butze rein. Der hat, glaube ich, 3 Videos darüber gemacht zur Zornplatte. So baut man die Kristalle. Butze sagte, er weiß es aber auch nicht so hundertprozentig, beziehungsweise wie viel es bringt. Wenn man die hier aufbringt, hat man Chancen, weitere Aspekte zu bekommen, ganz selten, von den Hauptaspekten hier, die hier markiert sind. Wie viel und in welchen Abständen und so, konnte er aber auch nicht sagen. Keine Ahnung, ich habe nicht feststellen können, ob das wirklich so ist. Ich habe es einfach da hängen, wird schon stimmen.